So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur ersten Transportfieber-Aufnahme nach dem Livestream-Mitschnitt. Ja, klingt verrückt, aber ist wirklich so. Ja. Die ersten 12 Folgen kamen ja gleich an einem Tag und seitdem war es ja immer ein Livestream-Mitschnitt. So, das ist die erste Aufnahme, wo ich nicht im Livestream bin, ja, und alles Mögliche. So, ich mache das Spiel mal ein bisschen hübscher, weil wir haben ja kaum gebaut. Wir befinden uns hier auf der Map. Gottes Willen, wie lang war ich denn hier nicht mehr? Eieiei. Gut, ich habe auch gesehen, wir spielen die Karte ohne Mods. Auch sehr interessant. Okay, die habe ich noch nicht benannt. Okay. So, welche machen denn noch Minus? Diese hier. Wieso machen denn die noch Minus? Du bist der Zug. Okay. Ach, das war das Problem hier. Ja. Mhm. Genau, ich erinnere mich. Oh. Oi, 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 oi. Linienbenutzung, nein. Wo geht denn das hier hin? Hier wahrscheinlich. Und wie geht denn der... Ach ja, genau, der Kunststoff geht ja hier durch. Genau, das war was. Okay, das war das. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Play. Wo haben wir denn... Wir haben hier noch kein Depot. Sehe ich hier gerade. So, was? Lol. Denn wir brauchen noch ein paar Fahrzeuge, die da oben die Kohle abholen. Wo bleiben wir jetzt? So, das müsste das hier sein. Wie schnell fahrt ihr denn? 60. Gott, das sind die Kleinen hier. Die sind schon 13 Jahre. Dann können wir hier mal schauen, ob wir die nicht ersetzen können durch diese hier. So, was macht denn noch Minus? Okay. Lebensmittel Kühdorf. Wo ist denn das? Hier. Okay, warum machen die so ein großes Minus? Kriegt die Stadt nicht genug? Okay, die Stadt kriegt eigentlich genug. Hatte ich das hier damals alles auf automatisch gelassen? Oje, 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 oje. Ja gut, die machen ja nicht so viel Minus. Aber der hier macht viel Minus. Maschinen Kühdorf. Okay, da habe ich die Strecke, aber noch... Es muss doch auch von hier dann losgehen, oder?
Werkzeug? Geht doch auch hier los. Ach so, das ist hier wahrscheinlich. Ah, okay. Ist da überhaupt ein Fahrzeug? Nee, da ist überhaupt kein Fahrzeug drauf. Maschinen. Da fehlen noch die Werkzeuge. Fahrzeuge, die Werkzeuge transportieren können. Werkzeuge, machen wir da mal 3. Oh, Werkzeuge Donburg. Jetzt mal gucken, die Kohle. Wurden noch nicht alle ersetzt. Hier steht da im Stau. Warum habe ich die eigentlich noch nicht benannt? Dornburg. Und das ist jetzt ein großer. Dort noch nicht. Und dann schicken wir den einfach ins Depot. Und dann sag ich hier, ja, aber auf 100%. So. Und das hier ist Zug. Kühdorf. Alum. Und da müssen wir mal schnell schauen, wo das ist. Oh. Okay, das sind die Busse in Dornburg. Und das ist in Kühdorf. Alles klar. Haben wir eigentlich da schon schnellere Lokomotiven? Oh ja. Wir haben sogar schon deutlich schnellere. Welcher läuft denn am besten? Wir haben 2 Züge, okay. Bald haben wir die gleiche. Okay, der ist eigentlich immer voll. Der ist ja auch schon alt, 38. Dann könnten wir hier mal sagen, ja, der hat, Moment, können wir ja schauen, wenn wir jetzt hier die dranhängen. Oder was ist mit der? Hat jetzt halt gleich eine E-Lok, das merkt man halt, aber ich würde jetzt einfach mal die hier nehmen. Die kostet auch nicht so viel. Ha? Bislang hatten wir die da. Haben wir hier doppelte Power.
So, dann bauen wir noch ein paar Wägen. Der ist so groß und da passen nur 18 Leute rein. Alles klar. Okay, der kostet aber mehr. Dann nehme ich hier mal. Ich glaube, ich habe den genommen. Ist egal. Ja. Wir wollen ja Passagiere abbefördern. So, 1, 2, 3, 4, 5 machen wir mal. Dann gehen da 100 Leute rein. Gut, dann sage ich mal ja, 25. So, dann schauen wir mal. Weil die sind halt doch schon langsam unterwegs. So, das würde uns natürlich richtig Geld kosten, jetzt hier die Fahrzeuge zu ersetzen. Aber das müssen wir halt in Kauf nehmen. Oh je. So, erst kommt der hier. Ah, jetzt. Gut. Wollte schon sagen. So, beide sind ersetzt. Das sieht natürlich schon mal ganz anders aus. Was haben wir hier? 120 Höchstgeschwindigkeit ist okay. Ist gut. Also die lässt ja einen Rauch hinter sich, ist ja unglaublich. Aber damit sind wir halt viel schneller und da hoffe ich dann, dass wir auch mehr Leute mit transportieren und deshalb unser Profit auch nach oben geht. Wenn ich das so drehe, ist das Sound ein bisschen arg komisch.